Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. Ja, schaut mal, was mit unserer Truhe passiert ist. Die hat sich da oben leicht selbstständig gemacht. Und jetzt muss ich hier erstmal aufräumen, weil irgendwie die Möhrchen überall im Stall verteilt sind. Frag mich nicht, wie diese Truhe da oben hingekommen ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh Mann. Heieiei. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt erstmal aufräumen müssen. Oh Gott. Ich schmeiß nicht die Fuffis in den Club, ich schmeiß die Möhren in den Stall. Oh je. Hier bei Nacho liegt auch noch innen drin. Gut, dass ich keine verfressenen Pferde habe. Ansonsten wären die jetzt schon alle futsch. Meine Pferde haben Selbstbeherrschung. Oh Gott, nein. Müssen wir gleich erstmal gucken, ob das drüben im anderen Stall auch so ein Möhrenmassaker gegeben hat. Eieieiei. Hier machst du was mit. Ah, schön. Also mit Möhren hatte ich ja schon Spaß, muss ich jetzt sagen. Gestern ja schon. Oh wei. Eieiei. Okay, bevor wir jetzt gleich zu den Fragen kommen und ich in noch mehr Eieiei und Owei versinke, wollte ich am Anfang mal noch etwas loswerden. Und zwar bekomme ich quasi auf jede Folge Fragen. Wird es Checken geben? Wird es Tobiano Checken geben? Wird es Bugskins geben? Wird es, was weiß ich, Fliegenschimmel geben? Wird es Tiger Checken geben? Also jetzt einfach mal nur so als Beispiel. Also auf jeden Fall wird es diese Farbe geben, wird es jene Farbe geben. Oder auch wird es diese Rasse geben, wird es jene Rasse geben. Ich werde da jetzt nicht jedes Mal wieder neu drauf eingehen, weil es jedes Mal dasselbe ist. Im Endeffekt kann ich das jedes Mal gleich beantworten. Und zwar so, wie ich es auch schon ein paar Mal beantwortet habe. Es wird garantiert irgendwann auch noch Checken geben. Genauso wie ihr gute Chancen habt, dass eure Wunschrasse reinkommt. Schreibt es einfach ins Forum rein, postet ein Bild zum Beispiel von der Farbe, wenn ihr euch das per Google rausgesucht habt. Ja. Das Blöde ist, hier waren noch mehr Möhrchen drin. Ja. Falls das hier jemand aus dem Riding Out Team sieht, werden die fliegenden Truhen mit dem nächsten Update auf dem Boden fixiert oder fliegen die weiterhin, wie sie fröhlich sind, mit den Möhrchen durch die Gegend? Ah. Okay. Die nehmen wir uns jetzt wieder runter. Ich habe keine Ahnung vor allen Dingen, woran das liegt. Ich weiß es absolut nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Oh. So steht die Zone an der Wand. Das wollen wir nicht. So. Ja. Hier hinten klebt noch eine Möhre. Eieiei. Nee, also wirklich, frag mich bitte nicht nach jeder Rasse einzeln, weil, wie gesagt, es steht schon zig Rassen auf der Rasse-Wunschliste. Prinzipiell ist jede Rasse möglich. Was ist jetzt kaputt? Ich hoffe nichts, keine Ahnung. Ich, dass jetzt hier mein Handy wieder anfängt zu marodieren. Das hängt nämlich gerade noch zum Laden am Computer. Also wie gesagt, das müsste ich jedes Mal aufs Neue fragen. Ich kann sowieso nur sagen, ja, steht auf der Wunschliste. Weil, wie gesagt, schaut einfach selber rein. Das Forum ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es noch nicht drin steht, euer Wunsch, dann könnt ihr den auch reinposten. Dann seid ihr auch sicher, dass er wirklich draufsteht auf der Liste. Ich werde jetzt auch nicht, wenn jetzt hier Anfragen kommen, was weiß ich, kannst du für mich bitte den und den Vorschlag posten? Sowas werde ich nicht machen. Weil ich selber schon relativ wenig Zeit habe. Es ist jetzt auch nicht so viel Arbeit, das da mal dann eben rein zu posten. Also schaut da einfach mal vorbei. Und ja. Sowas machen unsere Möhrchen hier. Die liegen hier noch brav in Reihe und Glied. Das ist sehr gut. Da ist die Tür. Ja, ich wollte ja heute mal noch ein bisschen hinten hier an den Tränken machen. War es immer genau neben dem Weg nach draußen hatte ich die hingehangen. Die Raufen, die Tränken. Okay, aber das machen wir nämlich heute auch hier drüben mal noch. Zack.
Und da kommen wir jetzt auch zur ersten richtigen, zur ersten richtigen Frage. Nämlich, wird man Pferde mehrfach züchten können? Das heißt, wird es möglich sein, dass man Pferde mehrfach einfach, dass ich jetzt zum Beispiel dreimal den weißen Araber habe zum Beispiel. Und ja, das wird möglich sein. Hier ist schon die Wand dreckig. Nein, das ist Schatten. Das wird möglich sein, dass man mehrfach dieselbe Rasse zu Hause hat. Das ist ja auch normalerweise so, dass man immer, dass das sein kann, dass man eben mehrere Pferde einer Rasse und auch vielleicht derselben Farbe hat. Zum Beispiel, was weiß ich, bei Fjordpferden, Haflingern, Lipizzanern, Friesen, da gibt es ja zum Beispiel auch jetzt nicht so eine große Auswahl an Farbe. Da kann das ja auch vorkommen und dementsprechend eben auch hier im Spiel. Und ich muss jetzt mal ganz kurz raus hier und mal mein Handy abziehen. Ansonsten macht das jetzt nämlich immer weiter Blödsinn. So, und das wollen wir nicht, weil dann habe ich hier nämlich immer Standbilder und wir haben immer dieses blöde Geräusch im Hintergrund. Da habe ich keine Lust drauf, von daher muss ich einen ganz kurzen Cut machen, weil das hier nervt. Und bis gleich. So, da bin ich wieder jetzt auch hoffentlich ohne Störgeräusche und ohne, dass ich hier irgendwie rausgekickt werde. Das kann schon manchmal echt nerven. Ja, das Problem ist, ich muss mein Handy immer bei meinem USB laden, weil ich hier einfach nirgendwo irgendwie eine Steckdose frei habe. Und da ich das dann ja auch neben mir liegen habe, wegen der Stoppuhr, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme, macht sich das schon mal bemerkbar, wenn hier wieder irgendwas mit der USB-Steckverbindung nicht passiert, nicht funktioniert. Und deswegen ist das schon mal ein bisschen nervig. So, nächste Frage. Wie schnell kann die Stute wieder trächtig werden, wenn sie ihr Fohlen bekommen hat? Ich weiß nicht, ob es so eine Art Fohlenzeit geben wird. Ich habe mir da mal noch einen Punkt dran gemacht, dass ich das die Caro mal noch frage. Ich wollte sie eigentlich gestern mal noch gefragt haben nach unserem Splatoon-Move or Die Stream. Da habe ich aber absolut nicht mehr dran gedacht. Ja, so durch. Und deswegen muss ich da mal noch nachfragen. Wie gesagt, ich habe mir aber Punkte dran gemacht. Mal ein paar Fragen, damit ich das nicht vergesse und genau nochmal weiß, bei welchen das war, wo ich nochmal nachhören muss. Nächste Frage. Werden Dekoartikel kostenlos bleiben? Jawohl, ja. Die Dekoartikel bleiben kostenlos. Das ist, finde ich persönlich, sehr, sehr angenehm. Weil wenn wir hier so viel bauen, diese ganzen Raufen hier an sich. Übrigens werden auch die Preise der Bauteile, Wände und sowas, das wird auch alles gleich bleiben. Das hatte jetzt, vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Caro im Stream auch schon mal erwähnt. Da war nämlich auch die Frage danach gekommen. Und So, jetzt kümmern wir uns mal. Jetzt hängen hier die Tränken. Jetzt können wir uns mal noch ein bisschen um die Außenbeleuchtung kümmern. Hier wollte ich auch noch eine nach vorne machen. Es ist hier zwar an einer Stelle ein bisschen heller, aber das ist mir hier ansonsten ein kleines bisschen zu dunkel. Die Lampe leuchtet ja nicht so recht um die Ecke. So, ja, so ist gut. Hier kommt es jetzt immer an die Wand, genau. So, nächste Frage. Da habe ich auch wieder einen Punkt dran gemacht, und zwar, ob dieses etwas struppigere Winterfell, ob das nochmal überarbeitet wird. Ich kann es euch hier gerade nochmal zeigen. Wen haben wir denn hier gerade? Ja, genau, hier haben wir, Gandalf im Licht stehen. Hier. Das sieht sehr, wie gesagt, fast schon wie bei einem Curly Horse aus oder sehr flauschig wie bei einer Rasse mit dichterem Fell, vielleicht so eine Pony-Rasse. Und da wurde nachgefragt, ob das nochmal überarbeitet wird, dass das nicht ganz so struppelig aussieht. Da muss ich auch nochmal nachhören. Es soll ja nochmal ein Grafik-Update kommen, ein weiteres. Mit dem nächsten Update. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, bevor jetzt die Fragen kommen. Da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Aber sobald ich da irgendwas weiß zu der Frage oder zu dem Update auch, werde ich das natürlich direkt mitteilen. Nächste Frage. Kann der Charakter später auch Sattelzeug über dem Arm tragen und weghängen? Das ist auch eine Sache, ob er es über dem Arm tragen kann. Ich denke, dass es bestimmt irgendwie tragen wird, weil er ja auch Möhrchen und sowas tragen kann. Die Frage ist nur, wie wir das tragen. Weghängen wird möglich sein.
Man wird es einmal, ich glaube, das war hier dran, ja, das war da dran immer. Man wird es einmal in den Schränken, die man aktuell schon bauen kann, verstauen können. Es wird aber wohl auch die Möglichkeit später noch geben, dass man so Halterungen an die Wand packt und da auch die Sättel draufhängt. Das hatte ich jetzt im letzten Stream auch gefragt, weil mich das interessiert. Das hat man ja relativ häufig auch in so in Sattelkammern. Also wir hatten das bei unseren Schulpferden, hatten wir immer so eine Sattelkammer. Oh, zapp, da noch runter. Und hier vorne noch eine Laterne. Dann haben wir hier auch schon alles lichttechnisch versorgt. Zack. Nächste Frage. Werden die Pferde sichtbar schmutzig werden? Auch das ist wieder eine Sache, wo ich noch nachhören muss. Ihr seht, jetzt kommen langsam viele Fragen, die so sehr ins Detail gehen, dass ich auch langsam passen muss und mich nochmal schlau machen muss darüber. Oh je, ich sehe schon, die Caro bekommt morgen einen dicken, dicken Fragenkatalog von mir. Hier, ich muss hier mal gerade gucken. Ich würde hier gerne noch das eine oder andere Mistfix hinstellen. Hier könnte man zum Beispiel ein paar hinstellen. Wo denn? Da. Nächste Frage. Werden Pferde sich erschrecken können? Das ist eine Sache, die das Team selber noch nicht genau weiß. Da wollten sie nochmal nachhören. Oder wollten sie mal nachschauen, was dann auch möglich ist mit den Animationen später. Da können wir euch noch nichts, also weder das Team noch ich, können euch da bislang schon irgendwas Festes zu sagen. Dann müssen wir uns noch ein kleines bisschen gedulden. Da muss ich doch mal gerade was gucken. Ah, schade, ich kann die nicht. Ich dachte, ich könnte die vielleicht kippen. Aber bei uns stehen die nämlich so hochgelehnt an der Wand. Oh, hier stellen wir mal noch. Stellen wir die hier aber wenigstens so ein bisschen ineinander. So, Schubkarren brauchen wir ja nur auch. Dann stellen wir drüben auch noch eine zumindest hin. Und dann machen wir auch zwei. Da steht jetzt natürlich, da steht jetzt natürlich die Futterkiste doof. Mistfixe brauchen wir ja auch noch. Nein, nicht den Boden. Müssen wir nochmal gucken, wo wir die hinstellen. Nächste Frage. Ist man bei der Geburt des Fohlens dabei? Zwangsläufig ja, weil das Spiel ja nicht weiterläuft, wenn man offline ist. Also, wenn man nicht im Spiel ist. Also, man wird auf jeden Fall dabei sein. Wie jetzt aber die Geburt abläuft, ob da jetzt richtig eine Geburt simuliert wird quasi, oder ob das einfach nur plopp machen, das Fohlen steht daneben, das wird wahrscheinlich auch abhängig sein von den Animationen, was da möglich ist. Dann nächste Frage, kann es auch Brände und Katastrophen geben? Die Frage hatte ich auch im Stream schon an die Caro weitergeleitet. In der Richtung ist noch nichts jetzt geplant. Vielleicht geht es dann auch schon wieder zu sehr ins Detail, weil man müsste ja zum Beispiel, wenn es ein Feuer ist, müsste man das dann ja auch irgendwie löschen. Das muss man ja dann auch alles weiterspinnen. Das ist dann schon recht viel Arbeit. Und mir fällt gerade auf, dass ich dieses Anminde-Teil auch mit Holz hätte machen können. So. Wäre vielleicht irgendwie cooler gekommen. Ach, das lassen wir jetzt erstmal so. Ich brauche hier hinten noch eine Mistfix. Jetzt habe ich eben davon erzählt, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Stellen wir mal hier vorne hin. Und da stellen wir hier... Nee, wisst ihr, was wir hier hinstellen? Hier stellen wir noch so eine Kommode hin. Blub. So, zack. Da können wir vielleicht auch noch einen Teller mit ein paar Äpfeln drauf abstellen. Teller da. Zip. Dann mach mal, wie groß ist nochmal der Korb? Der Eimer ist recht klein. Den Eimer, hier könnten wir auch mal noch einen Eimer hinstellen, so zur Dekoration. Ich glaube, für den Eimer bin ich zu faul, das alles mit Äpfeln aufzufüllen. Nein, ich habe schon wieder die Wand geklaut hier. So. Eine Frage habe ich noch für heute. In dem Rest geht es ja morgen weiter. Und zwar wird das Pferde... das mit mehreren Farben hatte ich ja schon beantwortet. Werden Pferde auch steigen können? Das ist auch wieder so eine Sache, was eben abhängt von den möglichen Animationen, was da so alles drin ist. Höchstwahrscheinlich wird das Steigen schon den Weg ins Spiel finden. Die Frage ist jetzt eben nur, wann genau das schon klappt.
Wollen wir hier so eine Apfelpyramide noch bauen? Haha. Sehr schön. Würde nie halten, aber egal. Okay. Gut. Wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen. Mit wem machen wir dann heute mal unser Abschlussbild? Wollen wir es vielleicht mal mit Lausejunge machen? Weil mit Lausejunge hatten wir es jetzt letztens schon gemacht. Schaut mal, hier kommt es zum Beispiel wieder nicht ganz so plüschig raus, wie bei dem Grauen zum Beispiel. Bei das kommt auch so ein bisschen aufs Licht an. Bei Desperados. Hier haben wir Coffee. Wie kommt es bei ihm raus? Da geht es eigentlich auch jetzt so, wenn man ihn hier so im Licht sieht. Bei Desperados, meine ich, kam es auch ein bisschen krasser raus. Ja, hier kam es auch echt krass aus. Aber wie gesagt, das liegt doch in der Beleuchtung. Da mache ich mich mal noch schlau, wie das damit aussieht. Guck mal, ob wir vielleicht Odessa heute mal mit auf dem Bild nehmen. Und ja, dann war es das für heute schon wieder. Ich hoffe, auch wenn ich nicht alles beantworten konnte, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich höre mal nach. Heute Abend gibt es ja wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, heute Abend gibt es auf jeden Fall schon wieder News zu kommenden Inhalten. Ich bin gespannt, was wir da erfahren. Vielleicht ja schon eine erste Schätzung, wann das Update kommen könnte. Ich bin schon sehr, sehr neugierig und gespannt. Ich werde euch natürlich morgen direkt darüber informieren, was in der News auf Facebook alles gestanden hat. Und ja, habt einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!